Deutschland ist Teil der 14-Augen-Allianz. Das bedeutet, dass deine Daten aufgezeichnet und zwischen Regierungen ausgetauscht werden können, wenn sie es für nötig halten. Denkst du immer noch, dass du nicht den besten VPN haben solltest? Tja, meine lieben deutschen Mitbürger, ich bin heute dabei, eure Meinung zu ändern. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass ihr euch nicht fragen müsst, welches VPN ihr wählen sollt, um eure Privatsphäre zu schützen. Ich werde euch die besten VPNs für Deutschland vorstellen, die eure Daten verschlüsseln, verstecken und sichern können. Zum Beispiel NordVPN. Du hast sicher schon mal davon gehört und ich halte es aus mehreren Gründen für eins der besten VPNs für Deutschland. Erstens hat es seinen Sitz im datenschutzfreundlichen Panama, weit weg von allen Geheimdienstallianzen. Die RAM-Only-Server von NordVPN können auch keine Nutzerdaten speichern. Und selbst wenn sie es könnten, garantiert eine unabhängig geprüfte Nicht-Protokollierungspolitik, dass sie auch diese Daten nicht nach außen dringen lassen. So viel sei auf jeden Fall schon mal gesagt zur Privatsphäre eines der besten VPNs 2022. Und das bestätigen viele Ergebnisse der besten VPN-Tests. NordVPN hat auch eine starke Verschlüsselung, die den Zugriff Dritter auf deine Daten unmöglich macht. Wenn deine Verbindung also instabil ist, verhindert ein Kill-Switch, also ein Notausschalter, dass deine Daten bei Netzwerkunterbrechungen verloren gehen. Und eine eigene IP ist ein großer Vorteil, wenn du dauerhaft ein VPN nutzen willst. Zugegeben, die Sicherheit ist aber nicht der einzige Grund, warum ich NordVPN für ein gutes VPN für Deutschland halte. Die Anzahl der Server ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Verbindungsgeschwindigkeit und die Stabilität. NordVPN hat über 5600 Server in 59 Ländern und über 240 in Berlin und Frankfurt. Abgesehen von der Anzahl der Server bietet NordVPN eine schnelle Verbindung dank des hauseigenen Nordlinks-Protokolls, das speziell im Hinblick auf die Leistung optimiert wurde. In meinen Tests habe ich festgestellt, dass NordVPN nicht nur schnell ist, sondern auch High-Speed-Streaming und Torrenting ermöglicht. Ein Nachteil, den ich aber festgestellt habe, ist, dass NordVPN nur auf 6 Geräten gleichzeitig genutzt werden kann. Aber auf anderer Seite hat NordVPN Apps für alle wichtigen Geräte und Plattformen. Schnappt euch einfach einen Rabattcode aus der Beschreibung. Ich habe einige zusammengetragen, damit dein Geldbeutel schön schwer bleibt. Der nächste auf der Liste der besten VPN-Anbieter für Deutschland ist Surfshark. Und dieses ist ein bisschen ein Sonderfall. Da Surfshark seinen Sitz in den Niederlanden hat und somit der 9-Augen-Allianz angehört, ist seine Datenschutzrichtlinie darauf ausgelegt, die Datenerfassung durch die Regierung zu vermeiden. Die Server von Surfshark sind auch RAM-Only-Server, sodass keine Nutzerdaten gespeichert werden können. Die Datenschutzrichtlinie wurde von unabhängigen Prüfern auf ihre Echtheit hingeprüft. Abgesehen vom Datenschutz ist aber auch die Sicherheit von Surfshark nicht zu verachten. Im Grunde genommen ist sie die gleiche wie bei NordVPN und anderen der besten VPNs. Eine hochwertige Verschlüsselung, ein Kill-Switch, alles was man braucht, ist vorhanden. Außerdem kann Surfshark mehrere Server miteinander verketten, um die Verfolgung deiner Verbindung praktisch unmöglich zu machen. Apropos Server, Surfshark hat nicht ganz so viele wie NordVPN. Andererseits ist die Anzahl der Länder, in denen sich die Server befinden, höher als die von NordVPN. Was die Geschwindigkeit angeht, ist Surfshark nur geringfügig langsamer als NordVPN, aber der Unterschied ist auch nicht so gewaltig. Das kam zumindest bei meinem Test raus, als ich Surfshark für Streaming und Torrenting ausprobiert habe. Die Leistung war ziemlich zuverlässig, um sich keine Sorgen über die Geschwindigkeiten der Verbindung zu machen. Im Gegensatz zu NordVPN gibt es bei Surfshark keine Begrenzung für die gleichzeitigen Verbindungen. Eine Eigenschaft, die auch nur die besten VPNs haben können. Natürlich ist Surfshark auf allen wichtigen Plattformen verfügbar, sodass es unwahrscheinlich ist, dass du auf der Strecke bleibst. Abgesehen davon ist auch Surfshark deutlich günstiger als NordVPN. Wenn du also auf der Suche nach einer erschwinglichen, besten VPN-Option mit guter Leistung und vielen Funktionen bist, solltest du nicht weiter suchen. Diese Funktionsvielfalt kann für Anfänger auch überwältigend sein, aber dafür gibt's jetzt auch Private VPN. Einige andere VPN-Tests haben vielleicht gar nicht bemerkt, dass Private VPN auch zu den besten VPNs gehört. Vor allem Nutzer aus Deutschland werden sich über die starke Verschlüsselung und den Kill-Switch freuen. Der Hauptvorteil von Private VPN liegt jedoch in der Privatsphäre. Private VPN hat eine solide No-Logs-Policy und vor allem besitzt Private VPN jeden Server, den es benutzt, selbst. Über 200 dieser Server sind alle in Privatbesitz, sodass niemand auf deine Daten zugreifen kann, die über diese Server laufen. Allerdings hat Private VPN ein kleines Problem mit der Anzahl der Server. Es gibt nicht allzu viele von ihnen, sodass die Geschwindigkeit manchmal suboptimal ist, vor allem im Vergleich zu anderen Anbietern, die ich gerade eben erwähnt habe.
Dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass du nicht genug Geschwindigkeit für Torrenting oder Netflix hast. Ich persönlich hatte zumindest damit nie Probleme. Private VPN kann Surfshark zwar noch nicht ganz schlagen, wenn es um gleichzeitige Verbindungen geht, aber mit 10 pro Konto ist es in dieser Hinsicht eindeutig auch besser als NordVPN. Insgesamt ist Private VPN also eine einfache App, die für alle Geräte verfügbar ist. Außerdem ist der Preis sehr günstig und meiner Meinung nach ist es das beste kostenpflichtige VPN für Anfänger, sowohl in Bezug auf die Einfachheit als auch über den finanziellen Aufwand. Aber vergiss nicht, dass es in der Beschreibung unten exklusive Rabatte gibt, mit denen du einen hübschen Batzen Geld sparen kannst, wenn du dich für das beste VPN, egal ob jetzt mit deutschem oder ohne deutschen Fokus, entscheidest. Tja Leute, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr eure eigene Meinung zum besten VPN für Deutschland habt. Und damit vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.